Okay, der Start war in Ordnung. Lass uns versuchen, vorzurücken. Jetzt auf P13, P13. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Mediums. Verschur liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Der Abstand zum Führenden beträgt 5,9 Sekunden. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Noch 34 Runden. Reife Leistung.
Okay, du bist in den Top 10. Gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Auf P7, Platz 7. Fittipaldi liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 Mediums. Armstrong hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Mediums. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 11,0 Sekunden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. 29 Runden noch.
Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Ovaler vor dir. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 7,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,9. Du fällst ungefähr 2 Zehntel pro Runde zurück. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Hauger ist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Komm diese Runde in die Box. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Looks like the pit crew are out and
decent pit time then. The team will be hoping they can get back into the action as fast as possible and not lose too much time from this stop. Gib jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 25,1 Sekunden. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Novalak voraus. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 9,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Noch 21 Runden.
von den Autos, die noch im Rennen sind, sind wir an letzter Stelle. Novalak ist vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto? 4,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 8 Runden. Noch 19 Runden. Macht super überholt. Okay, Abstand zum Teamkollegen 16,4 Sekunden. Achtung, Achtung! Du bist jetzt auf P9. Vips vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Hauger hinten. Sie fahren mit neuen supersoften Reifen. Okay, der Abstand zum Führenden beträgt 35,5 Sekunden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Noch 16 Runden.
Zug und macht seinen Boxenstopp. Sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,2 Sekunden.
Boxenstopp diese Runde. Drück nochmal kräftig aufs Gas. Das war leichtsinnig. Wir haben Glück, dass uns keine Strafe aufgedrückt wurde. Der Fahrer vor dir ist pro Runde eine Sekunde schneller als du.
Bottas fällt an, P1. Purcher hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, supersoften Reifen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen.
Meine Reifen sind so gut wie am Ende. Du musst extrem vorsichtig sein. Hängt Kies an den Reifen. Rechne mit reduziertem Grip, bis du ihn wieder los bist. Letzte Runde, los, letzte Runde. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,6 Sekunden.
Gut gemacht. P1 für uns. Weiter so.